Hallo, lieben Christian Schmeier, Partner, Kooperationscoach, Dating-Coach und so weiter und so fort. Ja, jeden Tag oder fast jeden oder sehr viel komme ich mal Mails, ne, dass Leute es schaffen, so ihr Beuteschema zu ändern. Auch natürlich mit Hilfe meiner Kurse und ja, und es gibt verschiedene Steps. Also, erstmal, weiß nicht, müssen wir die alle durchgehen. Auf jeden Fall habe ich eine Mail dazu, wie das so letzter Konsequenz dann aussieht, wenn man mal jemanden hat. Da hatten wir ja auch schon, habe ich es öfter mal sogar gemacht. Klar, man muss es erstmal identifizieren, dass man ein problematisches Beuteschema hat. Dann kommt so eine Wutphase auf die bösen Narzissten und was weiß ich, Bad Guys, Bad Women, was man da alles sich sagt so. Dann kommt irgendwie eine Phase, wo man das, oh, okay, es hat ja auch irgendwas mit mir zu tun, wenn ich immer wieder die gleichen Leute date. Dann denkt man, man hätte es verstanden und datet trotzdem immer noch wieder, vielleicht nicht genau die gleichen, aber gewisse Abstufungen, ja, bis man es mal irgendwann durchdrungen hat und dann tatsächlich auf andere Menschen trifft. Und dann muss man es nur noch aushalten. Was kann, also, weil man denkt immer so, man wünscht sich so, alle sagen immer, ich wünsche mir einen sicheren Partner und dann haben sie ihn und dann jetzt knallt die Bindungsangst rein oder ach nee, ich fühle es nicht so. Ist ganz normal, aber echt tricky. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht selber tief im Minuspol rutscht. Und wir haben hier mal wieder eine Mail dazu von Andro Levskola. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du mir ein Formular auf liebeshit.de schicken. Unterstützt auch gerne meinen Kanal mit. Also danke übrigens an diejenigen, die Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben. Könnt ihr gerne unterstützen mit Likes, Kommentaren, abonnieren. Kostet gar nichts, einfach nur abonnieren drücken. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne folgen auf Twitter, bin ich jetzt ein bisschen aktiver, Instagram und Konsorten, Facebook und was weiß ich, TikTok. So, lieber Hemmschicht, ich habe einen kurzen Schnuppertrip auf einer Dating-Plattform im Internet einen Mann kennengelernt. Guck mal, Wahnsinn, wie schnell das geht, ne? Wir haben nur kurz geschrieben und uns zeitig verabredet. Wir hatten, also, genau richtig, macht die Dating-Kurse, ne? Wir hatten mehrere sehr schöne Dates und finden uns sehr sympathisch und es fühlt sich sehr warm an. Wir kennen uns jetzt gut 1,5 Monate. Unsere Gemeinsamkeit ist die Natur, der Wald, Wandern und Fahrradfahren. Wir sind beide Anfang 50 und mögen uns sehr. Er ist zuverlässig. Zuverlässig. Meldet sich regelmäßig. Und macht alles richtig. Also ich lache immer so ein bisschen drüber. Also natürlich nicht, ich lache niemand aus. Es ist einfach nur witzig, weil ich kenne das auch selber. Dann jammert man immer, warum man irgendwelche Minuspole datet, die einen nur nerven, anlügen, alles falsch machen und man kommt nicht von denen los und dann trifft man jemanden, der alles richtig macht und kommt ins, wie man jetzt ja schon hört, so ein bisschen, kommt ins Schleuder. Das ist eigentlich so crazy, ne? Aber so ist es. Ne? Und dann findet man auf einmal den Makel, den man bei Leuten, die so sehr, sehr anders sind, ihr wisst schon, wie ich meine, da wird über alles hinweggeguckt, ne? Es ist wirklich verrückt, ne? So, er wirkt sicher. Das kannte ich vorher nicht. Sexuelle Anziehung ist da. Bettsportpass. Dank deiner Kurse und Bücher bin ich auf meinem Weg, mein Liebeschip neu zu programmieren und habe bei mir gearbeitet. Ich sage, ja, mach die folgenden Kurse. An dieser Stelle, danke für deine tolle und wichtige Arbeit. Nun hat das Universum mir scheinbar eine weitere Aufgabe geschickt. Das ist jetzt die typische Aufgabe. Du bist also genau im richtigen Punkt und manche kommen so ein bisschen drumherum, manche schaffen es, also ich höre auch von Paaren, die kommen mit dem richtigen Partner zusammen und sehen dann eigentlich, oder ich höre zumindest von gar keinen größeren Problem, aber das, was wir jetzt hier haben, ist typisch, ne? Dass dann so ein bisschen Bindungsangst reinkickt, weil es eben nicht dieses, den alten Liebeschip bedient, nicht diese Drama bedient, nicht so schön Dopamin, sondern einfach nur sicher und warm. Und was soll man denn daraus machen, ne? Keiner weiß es. Ja, mein Problemchen, er ist eigentlich optisch überhaupt nicht mein Typ und unsere Leben und Dunstkreis sind sehr unterschiedlich. Das ist echt eine witzige Welt. Ich lebe in einer sehr reichen Akademiker-Kulturstadt und habe ein dementsprechendes Umfeld. Ich gehe in Theater, Museen und Kulturveranstaltungen. Er fährt, also jetzt kommt das Lustige eigentlich erst, er fährt Motorrad, raucht Pfeife und schlachtet manchmal einen Hasen. Das ist so witzig. Ein Hasen. Das ist etwa ein richtiger Mann.
Aber gut, heutzutage darf man das ja nicht. Heute müssen ja alle woke sein und dürfen natürlich kein Motorrad fahren. Kein Pfeife rauchen und Hasenschlachten geht natürlich gar nicht. Gut, wenn man jetzt vegan lebt, ist das ja auch alles okay. Aber gut, just saying. Ich finde ja mal gut, wenn Leute Fleisch essen, dass sie auch sagen, hey, ich bin auch bereit zu schlachten. Und man ist jetzt, also wie gesagt, völlig in Ordnung, wenn man das komplett ablehnt, ne? Wirklich. Ist vielleicht auch moralisch besser, kann durchaus sein, weiß ich nicht. Aber wenn man schon Fleisch isst, finde ich auch korrekt, wenn man es dann auch, auch in der Lage ist, das Fleisch, was man essen will, auch zu schlachten. Aber gut, das ist jetzt nur am Rande. Gut, also, ich meine, letzten Endes musst du es wissen, ob du jetzt das Gefühl hast, du findest den Anziehen genug oder halt nicht. Also grundsätzlich wird man, also eins muss ich ganz klar sagen, ihr werdet nicht umhin kommen, jemand zu daten, der vom Typ her anders ist, so, ne? Deswegen sage ich ja immer, ideal ist, und das weiß ich nicht, ob das jetzt hier der Fall ist, ideal ist, jemanden zu daten, wo man weiß, ja, das ist mein optisches Beuteschema und der dann aber vom Wesen her anders ist, ne? Also dann in den USA haben die früher immer gesagt, nein, das muss auch jemand sein, der optisch anders aussieht. Also in dem Fall würdest du da genau reinpassen, aber das würde ich nicht sagen, weil das ist schon schwierig genug, dann das auszuhalten, dass jemand so einen netten Charakter hat, wenn man vorher immer nur so, ja, wisst schon was, gedatet hat, dann kann man es manchmal echt schlecht aushalten, ne? Also freut sich erst total und dann, oh Gott, es ist immer lieb und nett und immer stabil, ich drehe durch, ich kriege Bindungsangst. Deswegen ist es gut, wenn man dann weiß, ja, nein, ich finde diese Person wirklich attraktiv. Aber ja, also das kann ich, aber trotzdem, das könnte man ja sagen, Gott, wenn du jetzt nicht hübsch genug findest, dann ist es wohl nichts. Aber ich will nur sagen, Vorsicht, 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 weil das könnte wirklich gut sein, dass da auch Bindungsangst reinkickt, so, ne? Das ist so verrückt, dass sich anhört. Und gut, dass dir jetzt andere, dass er lieber Hasen schlachtet und du lieber in ein Museum gibst und dir ja, die alten niederländischen Meister anguckst. Ja, also da würde ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwas zu viel drauf geben, wenn sonst alles passt irgendwie, weil es ist auch irgendwie interessant, wenn jemand andere Hobbys hat. Es sei denn, du legst das jetzt aus spirituellen oder sonstigen Gründen komplett ab, dass jemand, vermute mal, der jagt ja auch, also manche lehnen Jäger komplett ab, ist es halt so. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist bei dir, finde ich es auch irgendwie erfrischend, ne? Also, das ist, ja. Also, ich bin ja auch Akademiker. Man glaubt es gar nicht, wo ich auf YouTube bin. Ja, ich habe studiert. Und, also, ich verstehe mich super mit, also oft besser auch mit Leuten, die nicht studiert haben, so, ne? Und, also verstehe ich mich häufig besser. Ich, keine Ahnung, weiß auch nicht genau warum, aber finde das gut. Von daher muss man auch mal ein bisschen, ist ja auch interessant, wie gesagt, man will ja auch nicht immer genau das Gleiche daten. Er ist einfach anders als die Männer meiner Familie, das ist ja schon mal gut, ne? Wie gesagt, wir wollen ja das außerhalb deines Beuteschemas datest, ne? Offensichtlich ist das ja notwendig. Wenn man jetzt immer nur liebe Männer in der Familie hatte, dann braucht man das natürlich alles nicht, ne? Aber ist halt nicht bei allen so, bei den meisten vielleicht sogar nicht. Ich habe das Gefühl, eine positive Bestätigung von anderen über ihn erhalten zu müssen, bevor ich mich hundertprozentig auf ihn einlassen kann. Wie gesagt, also man muss, dafür habe ich auch extra nochmal Modul 4 und Modul 9 gemacht. Modul 9 auch passive Bindungsangst, da diskutiere ich diese ganzen Fragen auch nochmal in der Tiefe, wenn euch dafür interessiert. Auf liebische.de. Aber ja, das, ich meine, letzten Endes weiß ich jetzt nicht, wie attraktiv oder nicht attraktiv du ihn findest, das kannst du sagen. Soll es sich natürlich schon grundsätzlich, aber man muss wirklich aufpassen. Ich finde es super ehrlich, diese E-Mail, und wirklich so interessant und auch irgendwie auch lustig, weil ich es auch teilweise selber kenne, dass, wie gesagt, man lässt diesen Toxen, sage ich jetzt mal, alles durchgehen. Die können machen, was sie wollen, ne? Aber wer, man datet mal jemand Nettes, dann ist aber echt. Holland in Nord irgendwie, ne, damit jedes Detail wird rausgesucht. Ja, und da muss man echt aufpassen, dass man nicht selber tut komplette Minuspol rutscht, ne. Und gleichzeitig, ich vermute mal, dass du diese Probleme, vielleicht hattest du jetzt, nehme ich mal an,
ganz andere Beziehungshistorie, dass du die Probleme da nicht hattest, ne? Konntest dich wahrscheinlich sofort einlassen auf Menschen, die sich nicht auf dich eingelassen haben, so, ne? Ist doch verrückt, ne? Das wird auch auf vielen Sachen, die ich so sehe in Medien und so, das wird überhaupt nicht reflektiert. Da wird immer nur, da ist, ah, da ist derjenige, der an Menschen geraten ist, der so und so. Und ja, natürlich kann das mal passieren, aber das ist auch in dieser Doku, die es da neulich gab, bei 37 Grad, aber das ist, dass gerade immer gerade so eine Abfolge von schwierigen Beziehungen hat, dass es nicht immer nur an den anderen liegen kann, das wird wenig diskutiert. Da sind wir auf meinem Kanal, sind wir, glaube ich, echt gut dabei. Und das ist so wichtig, weil das sonst bleibt man einfach stecken in dieser blöden Opferecke irgendwie, ne? Also nicht, dass es nicht auch Opfer gibt, also, ne? Versteht mich jetzt nicht falsch, aber man bleibt einfach stecken an so einem Punkt, ne? So, gleichzeitig habe ich Angst davor, gewertet und verurteilt wird und dass ich vielleicht einen Fehler mache. Ja gut, also wenn du jetzt vor deinen Freundinnen und so nicht zu diesem Mann stehen kannst, dann bist du nicht verliebt genug, ne? Das muss man natürlich, das muss ich natürlich schon ganz klar sagen. Also deswegen, ich sage jetzt nicht, dass du den unbedingt weiterdaten musst, ne? Versteh mich ja jetzt nicht falsch, ich wollte nur dieses Feld aufmachen, was man sich da angucken muss. Aber wenn du sagst, ey, der ist nicht präsentabel, dann ist es vielleicht hart, aber ist es so, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Auch habe ich Angst, weil eigentlich, wenn eine Frau richtig verliebt ist, dann ist ja das, was auch so jetzt eigentlich nach anderthalb Monaten der Fall sein sollte, das sind so diese berühmten 7 Wochen, so in, wo man sagt, dass sich die Frau verliebt, solltest du jetzt eigentlich kopfüber in love sein und denken, nur scheißegal, was meine Freundin dazu sagen, ne? Ich mach einen auf Prince Harry und verlass die Krone, verlass das Land, verlass meine Familie, verlass meine Religion, verlass alles, ändere mein Geschlecht, keine Ahnung, nein. Da an dem Punkt solltest du jetzt eigentlich so langsam sein und oder zumindest auf dem Weg. Das bist du eindeutig nicht. Ne? Kannst du auch mal meinen Verliebtheitstest mal machen auf meiner Website. Vergesse ich immer wieder zu erwähnen. Einfach, ich glaube, einfach Startseite ist da drauf. Aber genau, ist der Knackpunkt. Also eigentlich sollte es mir egal sein, was die anderen denken. Ja, und das heißt, dass du nicht genug verliebt bist. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Und das macht mich auch, muss ich auch zugeben, bei allem, trotz allem, was ich davor gesagt habe, mache ich das so ein bisschen skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Aber hier genau ist der Knackpunkt. Die haben mich bereits seinen Eltern vorgestellt, was ich sehr rührend fand. Ja, aber rührend ist nicht, boah, ich finde ihn hot, will ihn rannehmen. Das ist eine andere Energie. Ne? Rührend ist, ich finde Kinder rührend, Hunde rührend. Rührend hilft dir ja nicht weiter, ne? Von meiner Seite hat ihn noch niemand persönlich kennengelernt. Jetzt macht mal, also nur mal so, macht mal das, überlegt euch mal, wenn der Mann jetzt schreiben würde. Man muss immer so beide Seiten sehen. Das ist die andere Seite jetzt, ne? Das ist auf der, du bist ja jetzt eindeutig ein bisschen auf der Minusseite. Da sind nicht immer gemeine Menschen oder so, sondern die haben ihre eigenen Probleme, ne? Und der Mann könnte jetzt, würde es vielleicht schreiben, boah, ich habe sie überall vorgestellt, sie macht es nicht, was ist das für ein Scheiß? Ja, so sieht's aus, Leute, ne? Mir geht das zu schnell. Ja, stell dir mal vor, der Mann wird schreiben, ist ja super interessant, ne? Ich möchte meine Kinder in der Pubertät da noch aushalten. Sie wissen aber, dass es ihn gibt. Es existiert fast schon ein Schamgefühl. Ja, es ist vielleicht doch alles ein bisschen viel, ne? Wenn ich mit ihm durch die Stadt laufe und ich schäme mich für mich selbst, könnte mich aber selber ohrfeigen. Ja, also wie gesagt, wenn du dich nicht in ihn verlieben kannst, egal, woran das jetzt liegt, ob er zu viel Hasen schlachtet, ob er zu viel Pfeife raucht, ob du ihn einfach körperlich nicht attraktiv findest oder ob es letztlich irgendwie ein Bindungsmuss dazu sagen. Also ich sage immer, man kriegt noch genug Probleme. Also die ersten 3 bis 6 Monate sollte es keine Fragen geben und da bist du eindeutig davor. Und das, jetzt länger ich durch diese Mail lese, macht mich schon sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, zunehmend. Ist vielleicht doch einfach zu wenig Anziehung, ne? Dann passt es letztlich auch nicht. Wir wollen ja das Einhorn finden, ne? Den Mann, den du hot findest und der trotzdem dir eine sichere Beziehung bietet, ne? Ich schäme für mich selbst, komme ich selber auffragen, auch wollte ich schon alles canceln, aber im Date finde ich ihn dann toll. Ja, vielleicht, klar, du sollst ihm jetzt nichts vormachen, aber vielleicht braucht es auch noch, kann man auch noch ein bisschen Zeit geben, ich weiß es nicht, aber so richtig gefallen tut mir das zugegebenermaßen nicht. Und vielleicht ist es eine große Chance, denn eigentlich wünsche ich mir ja einen sicheren, fürsorglichen Mann. Oh, fürsorglicher Mann.
Was ist deine Meinung dazu? Herzlichen Dank, viele Grüße. Ja, also letztlich kannst nur du wissen. Ich habe ja jetzt, denke ich, die Fragen gestellt, die es in Örtern gibt. Aber selbst wenn er außerhalb deines Beuteschemas ist, solltest du dich richtig in ihn verlieben, so, ne? Sonst ist das echt. Ich meine, das, was du hier machst, es wird sich steigern. Es wird sich wahrscheinlich steigern, so, ne? Das heißt, vielleicht hast du ihn irgendwann vorgestellt, aber dann fühlst du es immer weniger, noch weniger, noch weniger. Und da musst du schon echt ehrlich zu dir sein, ob und nicht, dass du ihn da sozusagen durch eine lange Zeit jetzt ziehst. Also ich würde auf jeden Fall, weil nach 3 Monaten ich mal eigentlich mal drin, ich würde auf jeden Fall so ein Entscheidungsultimatum setzen bei 3 Monaten, allerspätestens. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.